Also ja, während dem, dass der Swiss da im Hintergrund noch ein Thema versucht zu finden für das Dual, Fangen wir legen doch wir doch schon einfach mal los, an. ha? Oh je, ja, Hey, easy. es ist wieder mal an der Zeit. He? Genau, nach langer Zeit. Nach wie lang? Sicher ein Jahr. Ja, ich denke es schon fast, ja. Mindestens. He? Ja. Ja. Gerade ein Wieder neuer mal. Teil aus. Hä? Hä? Jetzt wieder mal ein kleines Dual. Ja, ein kleiner Ja. Stuhl. Naja. Kleiner Stuhlgang. Oh nein, es endet in einem Dachanfall. Weißt Nein, du, nein, beim das. ersten. Ja, Beim das ersten. Schiff. Aha. Auf Carbon dort, Mann. Dort hast du, glaube ich, nicht so viel gesagt, oder? Das habe ich viel gesagt, nein. Ja, ja. Da bin ich mehr am Lachen gewesen. Ja, genau. Dort bist du noch recht am Suchten gewesen, hä? Dort hast du Call of Duty noch mögen. Ja, ich mach so jetzt noch. So ist es ja nicht. Dort hast du noch die Nacht durchgesucht. Ja, das stimmt, klar, voll. Und zwischen den Beinen gestunken. Das ist jetzt immer noch so. Richtiges Zocker-Gen hast, hä? Ja, genau, das ist so. Ja, das ist Nee, habe ich recht. es zocken gehen. Aber dir Ja, du scheint jetzt hast. Call of Duty da schon zu gefallen, Ja, passt schon, ja. Ist halt ein neuer Teil. Und die hä? Ist ersten nicht paar so Wochen gut. werden ihn. Die Ja. ersten paar Wochen sind immer cool. Aha. Du musst jetzt nicht so tun. Ja, eh, sie sind cool und ich muss sie auch jedem gönnen. Nur weil es so schlecht ist, musst du jetzt so tun. Ja, nein, schlecht bin ich aber nicht erst in diesem Jahr, weißt du? Ein bisschen länger Naja, so der Fall. nicht so Nein, schlimm. aber. Nein, ich weiss doch auch nicht. Aber wie gesagt. Ja, wenn man gern stirbt im Game, ist das nicht so schlimm. Ja, was heißt, wenn man gern stirbt? Ja. Nein, du stellst das hier in ein allzu negatives Licht. Ja, schon. Weil, also die paar Stunden, die ich gespielt habe, ich sehr gut gefunden. Was Also. Ghosts jetzt? Ja. Reden wir da wirklich von Stunden, was du gespielt hast? Ja, am Dienstag auf jeden Fall. Am Dienstag habe ich sicher. 2 Stunden. Nein, 3 oder 4 sogar. Ey, shit, Ja, Alter, sorry, Mann! das ist auch Ey, schon nicht schlecht. nein! Zock mal Nein! 4 Stunden pro Tag, doch schon viel in der Woche. Oh je! Hätte jetzt nicht gedacht. Nein, Ja, nein. auf der PS3 bist du auch unterwegs gewesen, sowieso ausgesehen da. Ja, einfach schnell schauen, ob das im Clan geht. Wow, 15 Minuten hast du gespielt. Oh, ja. Ey, nice. 15 Minuten gespielt. Okay. Jawohl. Hast du sogar ein i7er KD? Nicht schlechter. Props. Jetzt Props darf für ich dort dich. nie mehr spielen, dann bleibt es bei 7. Ey, du hast sogar eine 3er-Serie geschafft. Scheiße. Das ist nicht schlecht. Ja, einfach random. Nein, wenn der PS4 rauskommt, dann ich das sicher auch wieder ein bisschen. Okay. Kannst du einfach updaten, das Ghost, hä? Ja, genau, für einen schlappen Zehner hin. Ja, Vollentschädigung. 9,99. Ja, genau. Also, es ist eigentlich wirklich noch nett. Ja, das ist easy. Das ist nicht Weil sie schlecht. sind asoziale, dass sie es nicht gratis gemacht haben. Aber sie hätten noch viel asozialer können sein und hätten es einfach nicht, Ja gar nicht gut, können machen. es hätte schon auch ein bisschen Arbeit gebraucht, um so schön abändern irgendwie, oder nicht? Aha. Also, dass es nachher auf der PS4 geht, oder was? Ja, voll, dann müssen sie Es. einen neuen, weiss nicht, oder nicht? Ja, ein bisschen Aufwand ist sicher gewesen, aber weißt du, wenn es nachher auf der PS4 ist, das Gelesen, was man machen muss. Du musst einfach den Code eingeben, dann lässt die PS4-Version runter vom Ghost, logischerweise. Und dann musst du einfach Disk einlegen und dann kannst du es spielen. PS3-Disc? Ja, voll, ja. Ach, kann man auch PS3 spielen auf dem 4 spielen? Also, ich habe gemeint, dass sie mal Nein gesagt haben, aber jetzt beim Ghost und bei diesen Games, so so kannst du upgraden, weiss ich Aha. halt einfach sicher gut, dass es eben auch Besitz ist. Ah, es geht nur bei bestimmten Games, hä? Ja, voll. Ja, Und es ist ja immerhin. dann eben nicht PS3-Version, die du spielst, sondern eben Ja. PS4. Ja, Also ja. muss man CD gar nicht mehr tun, dann kann man es dann einfach wählen. Nein, ich glaube, Weißt CD musst du eben rein tun, damit das, wie einen Kopierschutz oder so, dass sie den Beweis haben, dass das du eben gekauft hast. du? Ja, das schon, aber wenn es Aha. nochmal auf der PS4 drauf ist, Ja. ich kann mir das Game nur noch anklicken. Bei Ist es nur auf anderen einer Games. Festplatte gespeichert? Ja, bei anderen Games wird das sicher gehen. Aber im Aber Ghost nicht nicht. beim Ghost, da musst du wirklich die Blu-ray-Scheins einlegen.
Ah, so. Und es tut dann vermutlich nicht einmal gross etwas davon lesen oder so. Mhm. Ah, so. Ja, ich finde, da wird schon mal Zeit, dass man... Da wird schon mal Zeit, dass man nicht immer mit CD einlegen. Ja, sondern, dass man das Spiel kann starten, wo man will. Mhm. Genau. Also der PS4, grosse Festplatte so. 500 GB, ja. Ja, das ist eh easy. Ist nicht schlecht, aber scheint's... Die meisten Games muss man schon auch ein bisschen installieren, so das Killzone, das braucht glaube ich 35 GB. Holy Scheiße. Ja. Ja, das aber ist einfach wie... Ist da Full HD dann, oder wie läuft der? Das glaube ich schon, ja. Eben, die jetzigen Spiele sind ja alle 720p. Wenn überhaupt, ja. Call of Duty ist ein bekanntes Beispiel, das ist ja vielleicht... Ja, der Mario-Style. 680p oder so. 480. Nein, das schadet gerade. Ja, es sieht zum Teil aber so aus auf der PS3. Ja, ja. Meine Scheiße. Ja. Ja, aber eben lieber ein flüssiges Game und darf eine kleine, tiefere Auflösung als eine höhere Auflösung und Ruckel. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Nein, es ist schon easy. Passt schon. Ich bin froh, habe ich mir Prestige Edition gekauft. Wobei, so eine Kamera hätte ich sicher noch brauchen für irgendetwas. Und das T-Shirt und das mit ja. Mann. Ja, das T-Shirt. Hat es noch Unterwäsche gegeben? Wäre auch mal geil, ha? Ja, wäre nicht schlecht. So ein paar Cock of Duty. Ein Staubsauger oder so, könntest du doch auch mal bringen. Ich halte eh nicht viel von diesen Huren. Wie heissen die? Das ist eine Spezialedition, ja, wo du so Huren Zeug dabei hast. Ja. Aber du kaufst das Huren viel so Zeug. Ja, eh. Hast du halt noch Platz? Ja, langsam muss ich schon bremsen. Ja, kannst du halt Zeug mal weg? Nein, schenke es dir alles zusammen mit dir. Muss ich da gleich im Trödertrupp anrufen, dass wir zu dir vorbeikommen und da mal räumen? Ja, da würde ich sogar schon einiges finden. Du musst schon wegbauen und so auf die Seite schaufeln, wie so ein Messi. Also, ja, eh. Dann Leute gleich mal RTL, ist gut. Wäre schon interessant, dann würde ich dann auch mal ein bisschen berühmt werden. Das habe ich mir schon immer gewünscht, ja. Nein, eh. Scheins, hast du eine Huersau-Ordnung bei dir, was geht? Aber... Das stimmt gar nicht. Scheint, hat der Schlitzi sich überlegt, gar nicht zu kommen, weil du so eine hohe Sauerung hast. Ah ja, liebe Grüße an Schlitzi, hä? Schon, hä? Ja, voll. Alter, such dir. Aber so wie du. Nein, es ist eh schön, aber da kann man wieder so ein bisschen Kollegen sein und ein bisschen zusammen ein Game spielen und so. Ja, voll, kann man wieder mal miteinander reden. Ja, genau. Ja. Ja, vielleicht wird man auch zutextet, das gibt es aber noch. Immerhin hat man auf der PS3 noch Kollegen, gell? Ja, immerhin hast du im Real Life oft noch Kollegen. Wow. Wow. Ja, es hält sich in Grenzen. Schon. Ja, aber bist du happy, oder? Ja, eh. Passt schon. Ist das ein Problem für dich? Nein, eh nicht. Okay. Und PlayStation 4? Hast du sie vorgestellt? Nein, voll nicht. Ja. So weit wird es nicht kommen. Du gehst einfach im Anno rein, die haben sie jeden Tag früher wieder dort. He? Ja, ey. Ja, das Ghost hat ja nicht vorbestellt, dann bringt es ja nicht. Ja, ich habe gemerkt, dass sie in jedem Laden, in irgendeinem Laden, kommt sehr vorher über was geht. Ja, stimmt. Aber eben, jetzt haben wir natürlich die unglaublich tolle Freefall-Map nicht bekommen. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Ziehst du mich gerade runter? Ja, hoffentlich auch. Jetzt habe ich mich so aufs Wochenende gefragt und du? Scheint, es gibt so Freefall vierfache Erfahrungspunkte. Keine Scheiße, muss ich doch noch mal im Mano. Nee! Weiss, geil, so richtig verarscht. Aber so hätten wir die voll verwünscht, hä? Ja, sag nicht. Ja. Gut, das wird sich schon lohnen. Hm? Der Screech hat sie, glaube ich, oder? Was? Ich glaube es, was? Der Screech hat die Map, glaube ich. Ja, das free. Kann sein, ja. Das er hat, glaube ich, er hat Collectors Edition. Sogar, der ja. Der Trooper, glaube ich auch. Ja, der glaube ich auch, ja, genau. Aha, ja. Ja, ja. Ja, ist sicher nicht schlecht. Musst du mal schauen, ein Video oder so, wirst du da schon mal geben. Der Trooper ist auch ein schlechter. Was schlecht? Nein, ist gut. Ist völlig okay. Rastet aber einfach ein bisschen aus, scheint's. Scheint's. Nur weil das Headset spackt, der muss schon lange den Controller an die Wand tätschen.
Meinst du, er macht auch so einen rosa-roten Controller, wie er scheint bekommen hat? Oh je. Ja, schön. Gut, das wird dem Trooper reingefallen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Was nicht uns auch noch vorhat mit dem. Ich auch nicht. Hast du die gleiche Vorstellung wie ich? Genau, schon. Oh je. Ja. Nein, in dem Fall nicht. Und, was hast du zu Weihnachten so gewünscht? Oh ja, Weihnachten ist auch schon gleich. Es geht nicht mehr lange. Was haben wir jetzt? 7. November. Ja, voll. Ja, du, wünschst mir eigentlich nichts mehr. Wir schenken uns auch nicht. Aha. Ja. Ja, bei euch gibt es noch grosse Geschenke und so. Ja, und ein Kind, gell? Aha, ja voll. Das ist ein grosses Geschenk. Ja, das ist eine rechte Investition, ja. Eine rechte Special Edition. Vielleicht gibt es ja noch ein T-Shirt dazu. Oder ein Batman. Oh je! Yeah. Ja. Man kann gespannt sein. Was hast du denn für eine Edition vorgestellt? Ganz eine gewöhnliche. Ah, und nicht so eine Stahl-Edition? Nein, nicht. Ah, okay. Nein. Kein genetisch modifiziertes Kind, oder? Ja. So. Ja, fertig lustig da. Und da wird nicht gespasset. Eigentlich ist es schon nicht lustig, das stimmt. Nein. Aber früher oder später wirst du es sehen, also von dem her. Ja, freust du dich ja sicher ein bisschen, oder? Ja, schwer. Oder bist du aufgeregt? Oder wie kann man das nennen? Schon langsam, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, man wird sicher ein bisschen aufgeregt, wenn es mal näher kommt. So ein bisschen gespannt vor allem halt, ja. Ja, voll. Kann ich mir schon vorstellen. Voll. Dann hat es hier wieder Leute, die gute Tipps haben, und hier hat es Leute, die gute Tipps haben. Und ja, wahrscheinlich die Mami und Großeltern. Ja, die auf jeden Fall, genau. Ja. Und dann gibt es wieder solche, die gar nicht von Kindern halten. Ja, da gibt es immer. Das ist auch gut so. Es ist ja so langweilig, wenn jeder gleich denkt. Ja, das stimmt. Und grundsätzlich gibt es eigentlich schon genug Menschen auf der Welt. Ja. Schon fast zu viel langsam. Ja, eigentlich schon. Ja, die Bevölkerung nimmt da immer zu. Die Menschen werden älter. Voll. Ja. Und ich glaube, wird irgendwann schon ein bisschen das Problem sein. Mhm. Ja. Es gibt auch genug Geschichten zu so Szenarien, aber das werden wir auch gar nicht mehr erleben. Nein. Außer du hast dein Hirn irgendwie so in einen Superroboter rein und lebst dann so weiter. Ja, irgendwann kannst du eine Spezialedition kaufen und dann Collectors Edition mit unendlich Leben. Lass jetzt mal du Swiss Toy, ha? Oh, eventuell. Ja. Hättest du noch gute Ideen, vielleicht so eurer Firma, die so ein bisschen mit Zukunftsvisionen schafft? Oh je. Solltest du vielleicht mal anklopfen? Gut, top, hat die Chef auch nicht gefreut, ha? Ja, nein. Geschieht ein bisschen schweissen und so. Ja. Du bist jetzt auch schon lange in dieser Firma, ha? Ja. Sechs Jahre, ja. Ja, wow, nicht schlecht, ja. Ja, du, es läuft. Jetzt hast du eine Woche mehr Ferien bekommen, oder was? Wieso meinst du? Ja, keine Ahnung. Es gibt doch halb etwas nach 5 Jahren oder so. Ja, Marsch, erst etwa nach 10 oder so. Links und rechts ein Klapp ins Gesicht. Ja, voll. Genau. Das ist noch bei den Informatikern so. Läuft echt bei dir Musik im Hintergrund? Wieso, ist es beruhigend oder stresst? Scheint beruhigend, ja. Ja, das ist Ghosts-Musik. Musst auch mal spielen, geht voll ab. Geil, ist glaube ich schon noch gut. Erzähl mal etwas über die Perks, die du verwendest. Perks? Ja, warte schon. Gehen wir da schnell da raus. Da. Genau. Gehen wir da mal den Soldaten-Editor. Jetzt kannst du eine Frau auswählen, wenn ich glaube. Schau mal, nur lustig, wenn er dann auch so ein Chick auf dem Kriegsfeld rumschreit. Ja, du kannst nicht einmal die Titel vergrössern oder so. Aha. Ein rechter Fail, Mann. Mhm. Ich hoffe, das patchet es noch, das wäre richtig gewicht. So eine Riesenmelone kannst du haben. Also, wenn ich euch auch empfehlen kann, ist sicher mal die Vector mit einem Schalldämpfer. Also das ist der, den ich am meisten spiele bis jetzt. Ja. Wenn ich an den Perks ein bisschen geschissen finde, ist das
schnell ziehen, erst Level 52 bekommst. Und ich finde, die Sturmgewehre sind so relativ unspielbar. Also nicht unspielbar, man kann schon gut damit spielen. Ja, aber ich hatte das von Anfang an, weil ich mich in diesem Fall für die Sturm- oder Ringerklasse entschieden habe. Ja, das kann sein, ja. Okay. Ich habe mich eben für die MPs entschieden. Ja, easy. Eben, das könntest du jetzt könntest du dir einen neuen Charakter kaufen und dich dann eben anders entscheiden. Das wäre zum Beispiel gerade eine Idee. Und dann hast du schnell 10 vom Anfang an, oder was? Ja, ja. Was? Ja. Welchen hast du genommen? Den mit der Honey Badger? Nein, eben nicht. Den Honey Badger habe ich jetzt genommen als zweites. Ja, eben dort hast du dann Ghost und Dead Silence und all das auch gehabt von Anfang an. Ah, dann sind die Perks ganz anders verteilt? Nein, nicht anders verteilt, aber halt schon freigeschaltet. Aha! Voll. Ey, du hast das Spiel 4 Stunden gespielt und verstehst das Perk-System besser wie ich. Ich habe ja auch ein paar Videos geschaut. Weiss. Können wir uns nicht einfach in die Arme und brüllen? Mama, so wie im anonymen Alkoholiker treffen, meinst du? Ja. Genau. Shit, das habe ich jetzt echt nicht gewusst. Ja, voll. Mal, darum lohnt es sich selber schon. Und was hast du freigeschaltet? Und hast du ein Ding gehabt, schnell zu sein? Crap, ich weiß es nicht mehr. Voll. Auf der PS3 habe ich zuerst einen Sniper genommen, aber den hat es definitiv nicht gehabt. What the fuck? Ja. Kurzzeitig gemeint, dass ich da irgendwie sein habe. Fail-Cletus, ja. Genau. Oh yeah. Und dann, ich schon Sturmgewehr. Aber du siehst es ja, es zeigt dir ja, was du bekommst. Ja, voll. Die 20 Druckpunkte könnte man eigentlich auch. Schießt mir aber an. Ja. Ich bin ja schnell Level 53. Sure. Es handelt sich noch nur um das Wochenende. Um das Wochenende. Mensch. Ja, gut. Ja, wenn Double EP und dann recht durchsucht. Gut, wenn du eine Scheiße bist, geht es gleich langsam. Hey, hallo? Ja, nicht, dass du eine Scheiße bist. Ja. Wir haben es gesehen im Livestream, hey, fast. Ja, voll. So eine Odin Strike oder Cam oder wie das heisst. Ja. Dabei geht es viel einfacher. Holst einfach den Huren Köfferli, nimmst du auf, killst zwei im Liegen und dann hast du den Cam Strike im Päckchen rein. Geil! Aber ich habe bisher nur so Crap im Päckchen gehabt. Ja, ich schlitze jetzt einmal und gar nicht Cam Strike rein. Aber jeder, wie er es verdient. Ja, voll. Voll beschissen. Ich finde es auch beschissen, dass man den Maniac und so abholen im Päckchen. Ja, das ist schon ein bisschen strange. Du sollst doch einfach auch. Ich meine, das ist eine 10er-Abschüsserie, das ist mir schon zweimal geklaut worden. Ja, Du sollst doch einfach können einsetzen können, dann hast du ihn nicht eingerüstet. Mhm, ja. Ich mein, wobei ich mein, so logisch, alles. So logisch ist das Game auch wieder nicht, dass man das Päckchen abholen muss. Aber. Ja. Ja. Was, nein, das stimmt. Was wolltest du jetzt dazu sagen? Ich meine, es gibt Aliens in dem Spiel. Ja, das stimmt. Und vor allem ist es ein Spiel, gell? Ja, eben. Nein, aber es ist, glaube ich, einfach ein bisschen, dass er nicht überpowered ist oder so. Weißt du, dass wenigstens noch ein bisschen warten musst, bis du ihn bekommst und dass man dich ein bisschen verarschen kann. Ich glaube, das haben sie wirklich gemacht. Ja, voll, dass du noch ein bisschen mehr aufregst. Ja, eventuell schon. Oh je. Aber das Ziel ist, sich eh nicht aufzuregen. Nein. Das Spiel spielt man doch, wenn man am Abend heimkommt, um sich entspannen. Ja, das ist eben aber schon noch etwas Straubs im Fall. Nach dem Spiel kannst du dich nicht entspannen. Nein. Du bist ja zum Teil nicht einmal mehr schlafen. Ja, das war früher so gewesen. Jetzt tut er sich vollpumpen und geht noch ins Fitnesscenter. Ja, das ist gut, er macht wenigstens etwas für seine Gesundheit. Ja, voll, sag nicht. Gleich zu uns Unsportlichen. Gut, du machst auch noch viel Sport. So. Am Arsch. Am Arsch, okay, cool. Am Arsch mache ich Sport. Ja, das ist gut. Aber ein anderer Arsch, nicht am Mann. Aha, ja. Am Mannen-Arsch, oder was? Ja, nein. Nein, okay, gut. Ich noch weniger. Wie sieht es bei dir aus? Ah, du bist schon vergeben. Ja. Ja, aber gut, es gibt auch Typen, die das als Tarnung brauchen, weißt du? Ja, ist ja gut. Nicht, dass das bei mir so aha, ist. Aha, reden wir jetzt von dir, oder? Nein, einfach so von. Ah, schade. Von Mr. X. YZ. Ja, genau. Ja, gut.
Aber. Wie lange nimmst du noch auf? Oder wie lange nimmst du schon auf? Ja, das zeigt es eben du nicht an, das ist immer ein bisschen leid, aber es wird eh lang genug sein. Es ist jetzt 5 vor 9 Uhr mittlerweile. Ja, also die es bis ausgehalten haben, sind sicher hart im Nähen. Ja, ja, die sind ultra hart im Nähen. Ich glaube, das sind die geilsten Abonnenten, die du hast. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ah. Aber was kommt das Video auf meinem Channel? Okay, easy, ja. Hast du ein Ghost Gameplay? Und sonst frage ich dich, ich denke, irgendjemand kann mir da einen Scheiß liefern. Aber hey, weißt du, was machen wir jetzt? Du kommst nachher auf PS3 und spielst noch ein Spiel. Und nimmst die Runde in mich auf. Nein, das Problem ist, wie Elgato hat ein bisschen Problem mit dem Aufnehmen auf der PS3. Gut, dann nehme ich auf und schick's dir. Scheiße. Jetzt kannst du dich nicht mehr rausreden. Ja, ja, nein, das ist sicher eine Option, aber vielleicht erst am 11. Was? Vielleicht erst am 11, ja. Okay, ich muss jetzt selber schon noch schnell ein paar Sachen machen, ja. Ja, das ist gut. Ja, ich melde mich noch. Merci auf jeden Fall für Zuschauer und Zuhörer und so. Genau. Wie immer, freut es uns natürlich, wenn es euch freut. Dass er gefreut hat. Ja, aber gell. Und dann noch einen schönen Rest. Bis nächstes Jahr wieder. Jetzt heisst Glitters und Swiss. Brrrr! Echt?